Es geht jetzt natürlich in diesem Fall ganz konkret um Klimaaktivismus, aber die Frage steht ja sowieso, also erstmal ganz allgemein, wie weit darf man überhaupt gehen? Die Hackerinnen und Zwillingsschwestern Anna und Benny Krohn wollen um jeden Preis Umwelt- und Klimaverbrechen aufdecken. Doch als es nach einem Hackerangriff auf die Regierung zu einer Razzia kommt, wird Anna verhaftet. Benny hingegen schafft es, in den Untergrund zu fliehen und schließt sich der radikalen Gruppe Der letzte Widerstand an. Christoph Wandler, der die Cybercrime-Einheit beim BKA leitet und auch Annas Patenonkel ist, überredet diese zur Mitarbeit. Und plötzlich stehen die beiden Schwestern auf verschiedenen Seiten. Was wir machen, ist Notwehr. Vertraust du ihr? Vinny, du musst es nicht machen. Doch, ich muss es machen, weil sonst keiner macht. Die sechsteilige Paramount Plus-Serie A Thin Line befasst sich mit einer hochaktuellen Frage. Wie weit darf Klimaaktivismus gehen? Peter Kurt spielt den BKA-Beamten Christoph Wandler. In Berlin haben wir ihn zum Interview getroffen. Hallo Peter, vielleicht kannst du zum Einstieg erstmal beschreiben oder sagen, was hat dich so besonders daran gereizt, an diesem Projekt generell mitzumachen und auch an deiner Figur Christoph, die du halt in der Serie spielst? Oh, wie viel Zeit haben wir? Also kurzform und ohne zu viel zu spoilern, ist es also vom Drehbuch schon war klar, in welche Richtung das geht, dass das sehr zeitgemäß ist, dass das sehr in die Zeit passt, den Finger auf ein paar Wunden legt. Dann der Charakter hat mich sehr interessiert, der da schon vorskizziert wurde. Und mir wurde sozusagen, manchmal ist ja mit so einer Skizze auch schon, also sie war in so einem Zustand, dass ich Lust und Spaß hatte, daran zu arbeiten und das zu verfolgen und mit den jungen Menschen diese Geschichte zu erzählen. Mhm. Genau, und also das Thema ist ja die Frage, wie weit darf Klimaaktivismus gehen? Wie würdest du die Frage für dich selbst beantworten? Naja, es geht jetzt natürlich in diesem Fall ganz konkret um Klimaaktivismus, aber die Frage steht ja sowieso, also erstmal ganz allgemein, wie weit darf man überhaupt gehen? Was ist erstmal vom System vorgegeben, was man machen kann? Wir leben in einer Demokratie, wir müssen sehr viel aushalten an Nebenmeinungen, an Nebenmeinungen. Strömung, wo trifft man sich da, kann man sich da überhaupt treffen, wer ist in der Lage oder hat Lust dazu oder betreibt das eben aggressiv zu werden, also dann wirklich fast in den Terrorismus zu gehen und so. Das sind so die Fragen, die durchgespielt werden und die wir dem Zuschauer anbieten und ihm anbieten, sich zu positionieren und dadurch, wie gesagt, dass das dann ein sehr zeitgemäßes Thema ist. Wir hatten über Lützerath gesprochen, das ist das konkrete Thema, also dieser Serie. Aktueller kann es nicht sein. Und da geht es dann schon um eine sehr aktuelle Positionierung. Und das mache ich gerne, biete ich gerne an, bin ich gern dabei. Wir können jetzt nicht mehr zurück, ist dir das klar? Ich war über Jahre auf jeder Demo. Aber irgendwann checkt man halt, dass das alles eh nichts bringt. Es wird immer Opfer geben. Was? Wenn du das noch nicht kapiert hast, dann geh! Ich mache Hex und spring Sachen in die Luft, hast du doch gesehen. Das hältst du für richtig? Denkst du, dass also ähnlich wie in der Serie jetzt vielleicht bestimmte Aktionen immer weiter eskalieren? Also man hat jetzt Leute, die kleben sich auf die Straße. Bei Lützerath sind immer mehr Protestierende da. Also wie ist so dein subjektiver Eindruck? Glaubst du, dass das schlimmer wird die nächsten Jahre? Ich denke ja. Ob ich das gut finde? Ich denke auch ja. Weil, ja, da kommen wir wieder in Teufelsküche. Wenn man da anfängt, was zuzulassen, wo will man da enden? Wir werden noch sehr spannende Zeiten erleben. Und ich hoffe, nicht so schlimme Zeiten. Und wie ist so dein Eindruck? Also hast du das Gefühl, dass die Politik wirklich was also gegen den Klimawandel macht? Oder ist eben vieles vielleicht auch nur so ein bisschen Schein? Weil das jetzt natürlich, alle haben es begriffen und man gibt so vor, irgendwas zu machen. Aber im Kern ändert sich ja irgendwie radikal jetzt wirklich ja nichts, ist zumindest so das Gefühl. Da kommen wir wieder, jetzt haben wir, aber wie viel Zeit haben wir da? Wir haben Zeit. Wir haben Zeit.
Ich denke, die Politik ist ja in einem absoluten Wandel. Die großen Volksparteien gehen krachen, zu Recht auch früher. Leute vermissen große Persönlichkeiten, Politikerpersönlichkeiten. Ist das überhaupt gut? Ist das, was jetzt passiert, dass sozusagen, dass es mehr eine oppositionelle Struktur gibt, die anfängt, miteinander klarkommen zu müssen, ist das nicht sogar besser, also auch besser für eine Demokratie? Aber dafür müssen wir, glaube ich, auch einen anderen Konsens, eine andere Form finden, um miteinander zu arbeiten dann auch. Und in dieser Misere stecken meiner Meinung nach die Politiker jetzt. Natürlich ist es niemand da, der, es ist so schnelllebig, dass wir manchmal, wer ist jetzt Verkehrsminister? Meine Güte, wer war das, wer war das? Also, dass diese Positionen jetzt sozusagen mit Namen und mit Partei schon gar nicht mehr so eine visuelle Deutlichkeit haben. Ist das nicht vielleicht sogar gut? Aber wir sind halt noch nicht in der Zeit, wo das sozusagen, wo die sich zusammengerauft haben und wo es gut funktionieren könnte. Da müssten dann noch andere. Wir müssen gegen die Bürokratie ankommen. Wir müssen schneller sein in der Kommunikation und. Und das ist alles noch aufgebaut für die große Partei, die die Mehrheit bekommen hat. Müssen wir schneller und besser werden. Hoffen wir das. Ich will nicht, dass es kein sauberes Wasser mehr gibt und dass die Luft uns krank macht. Ich will keinen Krieg um Essen und Trinkwasser und dass wir an Hitze oder Überschwemmungen sterben. Aber wenn wir nichts machen, dann gibt es kein Zurück. Denkst du, dass so eine Serie wie A Thin Line auch vielleicht nochmal so bei vielen so ein Rädchen weiterdreht? Also, dass viele begreifen, okay, es ist akut, es ist brisant und wir müssen jetzt handeln. Glaubst du, also, dass das so eine Serie auslösen kann? Ja, die Frage ist ja, was können wir mit unserer Kunst überhaupt erreichen? Ne? Also, aber wenn wir sozusagen Denkanstöße geben und die dann wir politisch agieren, politische Fragen aufs Tableau bringen. Und wie gesagt, hatten wir ja schon, dass sich die Leute positionieren müssen. Das ist schon eine Art, politisch zu arbeiten. Und da bin ich immer gerne dabei. Also das, so will ich auch arbeiten. So begreife ich mich auch. So suche ich auch. Ja. Alles klar. Vielen Dank.